Wir müssen auch auf der dunklen Seite operieren, im Schatten. Vieles muss im Stillen getan werden, ohne jede Diskussion. Mit Quellen und Methoden, die unseren Geheimdiensten zur Verfügung stehen, um erfolgreich zu sein. Totale Informationserkenntnis, TIA. Ein 200-Millionen-Dollar-Projekt. Alle elektronisch verfügbaren Daten soll Amerikas Abhörbehörde NSA in einer universalen Datenbank nach verdächtigen Verhaltensmustern durchsuchen. Als der Plan durchsickert, stoppt die Regierung das Vorhaben. Angeblich. Was die Öffentlichkeit nicht erfährt, wesentliche Teile von TIA sind längst Wirklichkeit. Mitten in New York steht ein fensterloses Hochhaus. Hier betreibt der Kommunikationskonzern AT&T einen der wichtigsten Knotenpunkte für den globalen Internetverkehr. Das hier ist eine riesige Schatztruhe für jede Sicherheitsbehörde. Vor dem 11. September musste die National Security Agency Telefonanrufe weltweit mit riesigen Satellitenschüsseln abhören. Nach dem 11. September hat sie sich hier in Telefon- und Internetknotenpunkte eingeklinkt und überwacht seitdem 1,7 Milliarden E-Mails und Anrufe täglich. Auch die Finanzströme sind im Visier. Am 13. September bot die Mutterfirma von Western Union mit 12.000 Filialen weltweit dem FBI ihre Hilfe an. Aus Patriotismus. Die Ermittler vernetzten sich mit dem Datenzentrum des Konzerns. Auch von SWIFT, einem globalen Zusammenschluss von 8.000 Finanzinstituten, erhielten US-Behörden jahrelang Daten über 3 Millionen Geldbewegungen. Täglich. Doch auch bei uns verschwammen die Grenzen zwischen unerlässlicher Härte und politischem Aktionismus, der Generalverdacht erzeugte. Es hat sicherlich eine sehr ausgeprägte Reaktion in der Politik gegeben, die insofern auch für unsere Arbeit sehr nützlich war, als wir mehr als zuvor Befugnisse bekommen haben. Das deutsche Parlament beschloss 24 Gesetze zur Terrorbekämpfung. Die meisten erleichterten das Sammeln von Daten. Im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum in Berlin tauschen die Ermittler ihre Erkenntnisse aus. Die neuen Gesetze ermöglichen ihnen den Zugriff auf Kontodaten, Reisedaten, Telekommunikationsdaten, Autofahrerdaten, die Aufhebung des Postgeheimnisses, biometrische Ausweise, Sicherheitschecks und Handyortung. Die Sicherheitsbehörden in aller Welt sammeln sehr viel mehr Daten und sie tauschen diese Daten sehr freizügig aus. Sie greifen auf Daten zu, die für völlig andere Zwecke gespeichert wurden. Und die, sag ich mal, schlimmste Entwicklung für mich ist, dass hier vorsorglich ohne jeglichen Verdacht Überwachung und Datensammlung eingerissen sind. INDECT, so heißt der Albtraum aller Datenschützer. Mit Fördergeldern der EU entwickeln Polizei, Sicherheitsfirmen und Forschungsinstitute Technologien, um gefährliche Menschen automatisch aufzuspüren. Im Juni traf man sich in Krakau zu einer unscheinbaren Konferenz mit unheimlichen Zielen. Jeder Kauf per Kreditkarte, jedes Zeitschriften-Abo, jedes Rezept, jede besuchte Webseite, jede Mail, jede gebuchte Reise, selbst das Aussehen jedes Menschen sollen analysiert werden. Es könnte durchaus Sinn machen, ein Betretungsrecht, nicht ein Durchsuchungsrecht, aber ein Betretungsrecht, ein heimliches Betretungsrecht einzuführen, um etwa eine Online-Durchsuchung dann durchführen zu können. 10. März 2002. In einem Hotel in Neuseeland treffen sich die Chefs der englischsprachigen Geheimdienste. Sie trauen ihren Ohren kaum, als CIA-Direktor George Tenet ihnen erklärt, es gibt nichts, das wir nicht tun werden. Es gibt kein Land, mit dem wir nicht zusammenarbeiten werden, um unser Ziel zu erreichen. Die Fesseln, meine Freunde, wurden uns abgenommen. Wir überwachen jedes soziale Netzwerk, Internetlogs, Instant- und Textnachrichten von ihren Mitarbeitern, Freunden und Bekannten.
sämtlichen E-Mail-Verkehr und Handybenutzung. Wir verwenden Sicherheitsüberwachungs- und Verkehrskameras, um Bewegungen zu analysieren. Wir nutzen diese Daten, um Persönlichkeitsprofile zu erstellen. Wir wissen, wer Sie sind.